Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie ein Atomkern aufgebaut ist. Prinzipiell besteht ein Atomkern aus zwei Bestandteilen. Zum einen aus den Neutronen, diese sind ungeladen und deswegen neutral. Und zum anderen aus den Protonen, diese sind positiv geladene Teilchen. Zudem solltest du wissen, dass Protonen und Neutronen fast die gesamte Masse eines Atoms ausmachen. Möchtest du also wissen, wie schwer ein Atom ist, musst du nur wissen, wie viele Protonen und Neutronen im Kern vorhanden sind. Es kann sein, dass bei einer festgelegten Anzahl von Protonen eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen beim Element auftritt. Ist das der Fall, nennen wir diese Varianten Isotope. Eines der berühmtesten Beispiele ist Wasserstoff. Wasserstoff kommt mit einem Proton vor. Es gibt aber auch eine Variante, in der Wasserstoff mit einem weiteren oder einem Neutron auftritt. Dann nennt man es Deuterium. Eine andere Variante beinhaltet zwei Neutronen neben dem Proton. Dieses nennt man dann Tritium. Tritium ist radioaktiv. Diese beiden Isotope haben sogar eigene Begriffe bekommen und werden nicht nur Wasserstoffisotope genannt, weil sie sich in ihrer Masse und in ihren Charaktereigenschaften sehr deutlich unterscheiden. Ja, nun weißt du, wie ein Atomkern prinzipiell aufgebaut ist. Vertiefe dein Wissen jetzt auch im unten stehenden Text und probiere dich an unseren Übungsaufgaben aus. Beim weiteren Lernen wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Erfolg und sage auf Wiedersehen.